Einen wunderschönen Vormittag wünsche ich euch, meine Freunde. Um was mir heute geht es mir um den Mord an Boris Nemtsov. Boris Nemtsov war angeblich ein bekannter Putin-Kritiker, ein Oppositioneller in Russland. Der wurde vor ein paar Tagen auf einer Brücke in Moskau erschossen. Ermordet, als er mit seiner Freundin spazieren gegangen ist. Allah, das ist schon sehr fragwürdig, weil ja, seine Freundin hat ausgesagt, dass nichts war, sie hat es nicht gesehen, es sei alles hinter ihren Rücken passiert. Jetzt geht es nach der Videoaufnahme von der Überwachungskamera, kommt dem Pärchen ein Mann entgegen, er schießt ihren Freund, rennt dann zu einem Auto und fährt davon. Sie hat angeblich nichts gesehen, weil alles hinter ihren Rücken geschehen ist und will jetzt nur mehr haben. Interessanterweise ist ja aus der Ukraine die Freundin von Boris Nemtsov. Auch ein sehr interessanter Aspekt in dieser Causa. Aber um was mir eigentlich jetzt primär geht, ist die Bekanntschaft von Boris Nemtsov. Also ich sage euch ehrlich, ich kenne keinen, der was den vorher gekannt hat. Ich habe mal nicht gekannt, ich habe noch nie was gehört von diesen Menschen. Man hat von viel russische Oppositionelle, die was gingen, Putin oder auch vor Putin in der Opposition waren und sich gegen das Regime aufbegehrt haben. Was gehört? Boris Nemtsov war da sicher nicht dabei. Aber damit ihr auch vielleicht seht, was für einen Stellenwert dieser Boris Nemtsov in Russland gehabt hat, ein kurzer Bericht aus dem russischen Fernsehen. Es ist eine Übersetzung auf Deutsch dabei. Когда миру предлагают такую интерпретацию, мол, Немцов, ключевой оппозиционный политик, и вот убит, то в прозрачном подтексте утверждение соразмерности Немцова с Путиным, мол, тоже ключевой, только от оппозиции. И, мол, вот как расправляется кровавый режим с конкурентами. Мир возмущается и негодует. А дальше санкции, снижение рейтингов и дальнейшая демонизация России и ее лидера. Говорю, как есть. Чтобы понять масштаб искажений и при этом избежать субъективности, лучше оперировать измеряемыми величинами. Это рейтинги. Для ясности впрямую сравним данные разных исследовательских центров. В четверг вышли свежие данные поддержки деятельности президента России от Левады. Одобряют 86%. В ответах на вопрос «назовите политиков, которым вы больше всего доверяете», Немцов не прощупывается. Первая пятерка – Путин, Шойгу, Лавров, Медведев, Зюганов. На десятом месте – Кудрин. При этом у него 3%. Немцов, значит, заведомо ниже, то есть где-то в пределах погрешности. Зато в рейтинге Левада-центра по уровню недоверия политикам Немцов в тройке после Жириновского и Собчак. Это к вопросу о том, насколько Немцов ключевой. И вот еще добавление от фонда общественного мнения «Аслона». Кто представляет сегодня политическую оппозицию? Россияне отвечают – Зюганов, Жириновский, Навальный, Прохоров, Миронов. Немцов не входит и в пятерку, но он шестой, его назвали 2%. В рейтинге российской элиты от ВЦИОМ, последний раз он составлялся в 2012 году, Немцов на почетном 113 месте между Нагиевым и Тимати. Но слава-то есть, и вот эта слава, пусть даже и без поддержки, на мой взгляд, как раз и стала для Немцова роковой. Его убийство точно должно было бы стать резонансным. И как бы это цинично ни звучало, с этим в глобальной политике уже можно работать. Парадокс. Что как живой оппозиционер Немцов Западу был уже не нужен и никаких перспектив. А как мертвый куда более интересен. Na, wenigstens weiß ich jetzt, dass ich nicht ganz deppert bin. Also ich habe nicht kennt, alle meine Bekannten, die was ich gefragt habe, haben wir vorher auch nicht kennt. Und
irgendwo auch logisch, 2% Oppositioneller aus Russland, der was ab und zu in irgendeinem Privatradio gegen die Politik Putins wettert, dass der nicht unbedingt bei uns bekannt ist, auch klar. Dass jetzt natürlich die ganzen westlichen Russland- und Putin-Gegner in den US-Marionettenregierungen und natürlich auch von der USA selber sich unglaublich über diesen Mord mokieren und von Gefahr für Demokratie und Meinungsfreiheit in Russland sprechen, die was ja angeblich vorher auch noch nicht gegeben hat und nicht mehr gegeben hat am Diktator Putin, nicht? Der ist halt nur von 60% gewählt worden, nicht? Aber das ist ja alles nur so eine komische Wahl gewesen, wird immer wieder behauptet. Tausende Wahlbeobachter haben zwar auch nichts gefunden, aber das war halt einfach gut versteckt, nicht? Na okay, für den ist das jetzt natürlich ein gefundenes Fressen. Putin hat selber den Auftrag, einen Mord an diesen Oppositionellen gegeben. Jetzt frage ich mich aber schon, für was? Ein 2% Oppositioneller, der was in Russland selber überhaupt nichts zum Reden hat, der was nicht in der Lage ist, irgendwelche Massen zu mobilisieren gegen dieses angeblich diktatorische Putin-Regime, für was soll der erschossen werden? Für was? Ich frage mich, für was? Möglich, dass irgendein Nationalist war, möglich, dass wirklich ein politischer Hintergrund hinter dieser Tat steckt, weil natürlich gibt es auch, so wie überall, extreme Nationalisten in Russland, die was gegen so, meine Augen eben, Heimatverräter, wie es der Boris Nemtsov war, fanatisch agieren. Gibt es bei uns auch, wird es immer wieder geben. Ob es jetzt von rechts oder links kommt, ist was wurscht. Also, es gibt so Trottel, die was halt Gewalt und Mord als ihre Bestimmung sehen und dann sowas machen. Aber für Putin, fürs Regime in der jetzigen Situation wäre so ein Mord absolut kontraproduktiv. Weil ist klar, dass dann der Westen aufschreit, wie ein Hund, den was man am Schwanz steigt. Aber was natürlich auch ein bisschen interessant ist beim lieben Boris, sein Frauenverbrauch würde in der Hinsicht auch ein bisschen ins Kalkül ziehen. Glaubst du da? Das muss ich ein bisschen vorlesen, weil den ganzen Namen merke ich mir ja nicht. Er ist zwar noch immer verheiratet, und zwar mit seiner Frau Raisa, mit der was er die älteste Tochter hat, eine bekannte Fernsehjournalistin aus Russland. Aber so nebenbei hat er halt noch so 3 außereheliche Kinder, die was halt bekannt sind, in die Welt gesetzt, und zwar mit der Journalistin Jekaterina Doyontsova, ja, mit der hat er gleich 2, und zwar einen Sohn und eine Tochter. Und weil es halt nicht ganz ausbleibt und man sehr viel zusammen ist mit seiner Sekretärin, der Karoleva, hat er halt seine jüngste Tochter gemacht. Der ist erst 11 Jahre. Ja, aber das ist noch nicht alles. Es gibt dann auch die Anastasia Ognaeva. Mit der haben sie ihn 2011 in Dubai erwischt. Hat er mir nicht ganz passt, aber dann hat er halt gesagt, naja, das ist jetzt meine fixe, feste Freundin. Interessanterweise ist das aber nicht derjenige, mit der, was er jetzt da wieder erschossen worden ist, spazieren gegangen ist. Das ist angeblich auch seine neue Freundin wieder, neue Freundin. Die heißt Anna Durditskaya, ist, wie ich schon gesagt habe, aus der Ukraine und ist jetzt natürlich sehr schnell heimgefahren. Ich habe nichts gesehen, nichts gehört, ist alles in den Rücken passiert. Umdrehen oder nachschauen tut man ja bei sowas nicht. Nicht? Da schaut man nur gerade vier und geht weiter, oder ich weiß ja nicht, was man da tut. Jedenfalls hat sie sich wahrscheinlich sehr richtig benommen, weil durch das hat sie es auch überlebt. Vielleicht ist da ja
was anderes dahinter, weil das kommt mir sehr spanisch vor. Oder russisch? Ne, ist ja wurscht. Jedenfalls trotzdem noch einen wunderschönen Frühlingstag. Heute ist wirklich schein und relativ warm. Und liebe Freunde, bleibt schein aufmerksam, was die Lügenmedien betrifft. Man kann jeden Tag ein bisschen was finden. Ich wünsche euch was. Tschüss, pfiat euch.